Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Ich habe heute eine Gruppe von jungen Schülern und Studenten bei mir. Sie haben das Börsenspiel Tradity gegründet und wie das jetzt gelaufen ist, werden sie uns erzählen. Bei mir ist Aya. Die dritte Staffel ist gerade zu Ende gegangen. Ihr habt wieder deutlich mehr Teilnehmer gehabt. Vielleicht kannst du noch mal ein kleines Resümee ziehen. Ja, also die dritte Staffel ist perfekt gelaufen. Wir hatten ungefähr 7.400 Anmeldungen, das heißt insgesamt auch 7.400 Teilnehmer. Wir hatten ungefähr, wir hatten auf jeden Fall 340 Schulen, die sich an dem Tradity-Spiel beteiligt haben. Und insgesamt ist es eine ziemlich gute Zahl. Also wir sind unseren Zielen wirklich ein großes Stück näher gekommen. Was macht ihr genau? Kann man bei euch was lernen? Kann man bei euch was gewinnen? Ist es ein Mix aus allem? Genau, wir sind ein Börsenspiel 2.0. Also wir haben eine klassische Variante des Börsenspiels, dass man 100.000 Euro hat und die in verschiedene Aktien investieren kann. Aber wir sind 2.0, das heißt, wir machen auch Social Media und haben Social Charakter. Das heißt, wir sind sehr schülernah, sind auch bei Facebook vertreten. Wir wollen Austausch schaffen zwischen den Schülern, machen Social Trading. Das heißt, es gibt Leader und Follower, denen man folgen und auch führen kann quasi. Man kann was voneinander lernen und man hat den Austausch geschaffen zwischen den Schülern und auch vor allem in der Schule. Die Lehrer nehmen das Börsenspiel an und gehen es gemeinsam mit den Schülern durch in einer Wettbewerbsphase von 3 bis 4 Wochen. Das heißt, ich muss mich einfach bei euch anmelden, registrieren und dann kann es schon losgehen? Genau, so einfach ist es. Also man muss auf die Seite www.tradity.de gehen, sich einloggen. Da ist nicht viel gefragt. Name, Nachname, Schule. Es wäre auch schön, wenn man einer Gruppe beitritt, aber dies ist nicht nötig. Und man kann auch außerhalb der Wettbewerbsphasen quasi sich anmelden und sich an dem Spiel vergnügen. Genau. Und während des Wettbewerbs werde ich dann an anderen gemessen und am Ende kann der Gewinner auch noch irgendwie was mit nach Hause nehmen. Genau, eine Mittelmeerreise für 2 zum Beispiel oder ein iPad. Wir haben verschiedene Gewinnkategorien, also das heißt, es kann wirklich 4 Stück haben wir zum Beispiel. Wir haben einmal die Reingewinnkategorie, dann haben wir die Leader-Kategorie, die Follower-Kategorie und einmal noch XP und Achievements, wo man auch noch zusätzlich Punkte für verschiedene Aufgaben sammeln kann. Und so errechnet sich nachher ein Punktestand. Und man kann diverse Preise gewinnen. iPad und Reise klingt ja schon ganz gut. Das heißt, im Hintergrund sind auch Sponsoren? Ja, wir wollen an dieser Stelle vor allem unseren Hauptsponsoren danken, und zwar der Frankfurter Börse. Die liefern uns die Echtzeitdaten. Und natürlich Telefonica, Think Big, eine Jugendinitiative, ohne der wir einfach das Ganze nicht gestartet hätten können. Und natürlich auch Flatex und Logitech, die vor allem die Sachpreise gespendet haben. Ihr seid jetzt in der Vorbereitung für die 4. Saison. Wann geht's los und gibt's irgendwelche Neuerungen? Genau, also wir haben zunächst jetzt erstmal eine Uni-Phase geplant mit Unis. Da sind wir jetzt ziemlich am Plan und es wird nämlich nicht ganz so leicht in der Uni-Staffel, weil die doch ein bisschen anders organisiert sind von der Struktur. Haben jetzt aber schon einige Unis dabei und hoffen, dass wir da eine Zahl zusammenkriegen und auch einen erfolgreichen Wettbewerb durchführen können. Und wahrscheinlich wird er im Herbst diesen Jahres stattfinden. Dafür drücke ich euch die Daumen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tradity, das Börsenspiel. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis bald bei Wirtschaft TV.